Hallo und willkommen zu diesem kleinen Reittierrennen-Video hier auf guildnews.de. In Path of Fire wird es mehrere dieser Reittierrennen geben und wir können in der ersten Beta-Phase in der Amnonen-Freistadt tatsächlich schon das erste Rennen testen. Im Prinzip ist das Ganze sehr, sehr simpel. Es taucht ein Event auf, dann haben wir 5 Minuten Zeit, uns für das Event anzumelden. Und dann wiederum müssen wir zum Start des Events in dem entsprechenden blauen Feld stehen, in der Markierung, um das Rennen zu starten. Die ganze Idee ist sehr, sehr simpel. Man muss durch die Tore hindurchlaufen, ähnlich wie ihr das vielleicht von den Gildensprints schon kennt. Und unterwegs gibt es auch Dinge, die euch aufhalten, Gegner, die euch attackieren. Es gibt Schluchten, über die wir drüber springen müssen. Es gibt Sandhaie, die uns probieren, in die Luft zu befördern. Und ja, das Gesamtziel ist im Prinzip, als erster oder möglichst früh ins Ziel zu kommen. Dafür gibt es dann auch einen Erfolg, wenn man unter die ersten 3 kommt. Es gibt eine Belohnungstruhe, wenn man es überhaupt ins Ziel schafft in der Zeit. Und ihr seht, wir leisten uns hier ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gerade um Platz 1. Ja, dieses Reittierrennen hier ist definitiv auf Raptoren ausgelegt. Wie vorhin schon mal so angedeutet, gibt es Schluchten, Abhänge und andere Stellen, über die man drüber springen muss. Und es wird sicherlich auch Reittierrennen geben, die dann zum Beispiel den Springer voraussetzen. Oder Reittierrennen, die nur Sinn ergeben, wenn man tatsächlich den Rochen benutzt. Sowas in der Art könnte ich mir dann für die Zukunft vorstellen. Bestätigt ist das aber nicht. Wiederum ist aber bestätigt, dass es mehrere Reittierrennen geben wird. Ihr habt übrigens gerade auch die Sandhaie im Hintergrund gesehen. Und ja, ihr erkundet einmal quasi den spielbaren Bereich der Beta. Lauft einmal ja, quer durch die gesamte Kristalloase. Hier habt ihr dann gesehen, noch so ein kleines bisschen das Problem mit dem Raptor. Man bleibt gerne mal an eigentlich sehr, sehr einfachen Stellen hängen. Ich hoffe, das können sie noch so ein bisschen anpassen. Ansonsten finde ich das System bereits extrem gut gelungen. Das Rennen macht auch unheimlich viel Spaß. Nebenbei die Musik vom Refugiumssprint. Und ich genieße das hier. Oder ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, das Rennen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon abgeschlossen habe. Aber sehr, sehr häufig auf jeden Fall. Ja, das kann dann tatsächlich auch passieren hier. Das hat mir gerade den ersten Platz gekostet. Dieses kleine Springen mit dem Raptor. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte euch gerne einen ersten Platz gezeigt. Aber grundsätzlich, glaube ich, um den Parcours einmal kennenzulernen und die Idee, wie diese Reittierrennen funktionieren, dafür sollte das Video hier tatsächlich genügen. Auch hier gibt es nochmal den Tipp, denselben, den ich schon beim Abenteuer gegeben habe. Wenn ihr zwischendurch versucht, die Fertigkeit zu benutzen, mit der ihr weit springt auf dem Raptor, dann probiert sie immer von oben nach unten zu benutzen oder eben auf einer gleichbleibenden Ebene. Nach oben springen mit dem Raptor klappt nicht so gut, runter hingegen klappt super. Falls ihr irgendwo mal, das sollte bei dem Rennen nicht passieren, aber Fallschaden erleiden solltet, ist das kein Problem. Sollte euch der Fallschaden umbringen, dann fallt ihr allerdings vom Reittier. Hier zum Abschluss ist nochmal so eine etwas hakelige Stelle, weil man da 2 größere Sprünge hintereinander braucht. Da muss man sich vorher ein bisschen Ausdauer aufbewahren. Schließlich ist es ja die Ausdauer, die am Ende darüber entscheidet, wie weit man springt und wie oft man springt. Und ja, dann sind wir auch schon fast im Ziel angekommen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Video. Wenn ihr Fragen habt, nutzt wie immer die Kommentare und ansonsten gilt, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht guildnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut!